Im Stadtteil Windberg im Norden von Mönchengladbach ist es ruhig, beinahe idyllisch. Die Innenstadt ist nicht weit, es gibt kleine Lokale, Spielplätze und viele Grünflächen. Aber im Frühling 2017 gibt es in Windberg auch etwas, das niemand bemerkt. Für mehrere Monate nicht. In einem Baum, einer hohen Eibe, sitzt ein toter Junge. Er ist erst 17 Jahre alt, als er stirbt. Und über Wochen und Monate hinweg liegt sein Leichnam in einer Baumkrone, ohne dass Anwohner oder Spaziergänger ihn bemerken. Wie konnte das Leben von Mark S. so enden? Mark wächst mit seinen Eltern und drei Geschwistern in Mönchengladbach auf. Die Familie lebt im Stadtteil Rheindahlen in einem Mehrfamilienhaus in der St. Peterstraße. Von außen betrachtet scheint Mark ein ganz normaler Junge zu sein. Er mag Cartoons wie SpongeBob und ist Fan von Spider-Man, interessiert sich für amerikanische Autos und klettert für sein Leben gern. Hinter verschlossenen Türen sieht es aber anders aus. Leider gibt es innerhalb der Familie einige Probleme. Marks Mutter ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und braucht im Alltag viel Hilfe. Diese bekommt sie von ihrem Sohn Mark. Damals ist er erst 14 Jahre alt und sieht sich mit Problemen konfrontiert, die auch viele Erwachsene an ihre Grenzen bringen würden. Marks Vater ist alkoholabhängig und neigt zu Gewaltausbrüchen. Umso schwerer ist die Verantwortung, die auf den Schultern des Teenagers lastet. Das Jugendamt ist über die schwierigen Verhältnisse in der Familie informiert. Ein älteres Geschwisterkind von Mark wurde bereits Mitte der 90er Jahre aus der Familie genommen. Es blieb bis zu seiner Volljährigkeit in staatlicher Obhut und hatte keinen Kontakt mehr zu den Eltern oder Geschwistern. Im Januar 2014 haben Marks Eltern weiterhin Probleme mit ihren noch zu Hause lebenden Kindern. Insbesondere Marks kleine Schwester rebelliert. Sie ist erst 12 Jahre alt, verbringt ihre Freizeit aber bisweilen mit deutlich älteren, auch erwachsenen Männern. Das bereitet der Familie große Sorgen. Deshalb nehmen die Eltern damals Kontakt zu einer Beratungsstelle auf, um sich Hilfe zu suchen. Dort fällt auf, dass Marks Vater eigentlich ein Annäherungsverbot in Bezug auf die Familie hat. Die Mutter hatte es selbst durch eine Anzeige bei der Polizei gegen ihren Ehemann erwirkt. Allerdings hatte sie diese Anzeige direkt einen Tag später wieder zurückgezogen. Auf Nachfrage hatten beide Eheleute erklärt, es sei alles in Ordnung. Zur Erklärung, Marks Mutter ist damals am 12. Januar 2014 zur Polizei gegangen. An diesem Tag hat sie erstmals erzählt, dass ihr Ehemann sie immer wieder schlagen würde. Zudem habe ihr Mann schon einmal einen anderen Menschen getötet. Nach diesen Äußerungen greift ab dem 13. Januar 2014 eigentlich ein Annäherungsverbot für Marks Vater. Dieser Beschluss verbietet ihm beispielsweise auch, die gemeinsame Wohnung zu betreten. Die Mutter tritt von diesem Beschluss jedoch schon einen Tag später wieder zurück. Und nur eine Woche später gehen die beiden Eheleute schon wieder gemeinsam zur Beratungsstelle, um Hilfe beim Umgang mit den Kindern zu bekommen. Bei diesem Termin soll Marks Mutter gesagt haben, ohne ihren Mann kann sie einfach nicht. Laut Berichten soll der Vater trotzdem immer wieder gewalttätig gegenüber der Ehefrau geworden sein. Im alkoholisierten Zustand habe er sie wiederholt geschlagen. Auch sonst sei der Vater verhaltensauffällig gewesen. Nachts sei er einige Male mit einer Eisenstange durch die Straßen gelaufen und habe Autos beschädigt. Die Nachbarn der Familie S. sollen sogar eine Petition gestartet haben, um den Auszug der Familie zu erzwingen. Immer wieder habe Marks Vater sich rassistisch geäußert und Nazi-Parolen durch die Straße gegrölt. Einmal soll er gedroht haben, einer Nachbarin ins Gesicht zu schlagen, weil ihr Baby zu laut geschrien habe und er sich dadurch gestört fühlte. Es gibt auch immer wieder Polizeieinsätze. Nachbarn berichten aber, dass es nie Konsequenzen gegeben habe. Die Beamten hätten mit Marks Vater gesprochen, dann sei kurz Ruhe gewesen, aber früher oder später hätten der Lärm und die Belästigung wieder angefangen. Nach einem dieser Polizeieinsätze im Januar 2014 habe er laut gerufen, beim nächsten Mal stünde nicht mehr nur die Polizei vor der Tür, sondern direkt ein Leichenwagen. Und Marks Vater wird leider Recht behalten.
Wenige Tage nach dem Besuch bei der Beratungsstelle eskaliert die Problemlage der Familie weiter. Am Abend des 23. Januar 2014 haben die Eltern einen Streit. Laut Medienberichten sei es dabei wieder um Marks kleine Schwester gegangen. Es heißt, sie habe damals einen Freund gehabt, der 16 Jahre alt gewesen sei und einen Migrationshintergrund gehabt habe. Insbesondere Letzteres habe Marks Vater nicht gepasst. Er habe daraufhin die Mutter dafür verantwortlich gemacht und ihr vorgeworfen, sich nicht gegenüber der 12-jährigen Tochter durchsetzen zu können. Nach dem Streit geht der Vater in den nahegelegenen Getränkemarkt Dursti. Dort kauft er ein paar Bier, die er gemeinsam mit Freunden auf dem Ehrenfriedhof in Rheindahlen trinkt. Danach macht er sich wieder auf den Weg nach Hause. Allerdings übernachtet er an diesem Abend im Keller. Dort steht eine alte Hollywood-Schaukel, auf der er ab und an schläft, wenn die Streitereien eskaliert sind und er nicht in der gemeinsamen Wohnung bleiben möchte. Abends trinkt er dort noch eine Flasche Geneva und eine Flasche Wein. Marks Mutter hat am nächsten Morgen einen Arzttermin. Der damals 14-jährige Mark möchte sie zur Praxis begleiten. Vor der Haustür werden die beiden vom Vater abgefangen und er hält Mutter und Sohn vom Arztbesuch ab. Marks Mutter bittet ihren Sohn sofort, die Tür wieder zu schließen. Aber der 14-Jährige versucht zunächst zu vermitteln. Er versucht zu deeskalieren und sagt, der Vater würde nichts tun und könne ruhig wieder hereinkommen. Aber in der Wohnung wird die Auseinandersetzung körperlich. Marks Mutter sagt dem Vater, sie würde ihn nicht mehr lieben. Daraufhin flieht sie ins Schlafzimmer und ihr Mann folgt ihr und greift in der Küche nach einem Messer. Und dann passiert das Unfassbare. Er beginnt auf seine Ehefrau einzuschlagen. Insgesamt 33 Mal. Der erst 14 Jahre alte Mark drängt sich dazwischen, um seine Mutter zu schützen. Es gelingt ihm, seinem Vater das Messer aus der Hand zu schlagen. Doch Marks Vater geht zurück in die Küche und holt ein zweites Messer. Er greift jetzt nicht mehr nur seine Ehefrau an, sondern auch seinen Sohn, der sich schützend vor seine Mutter stellt. Dabei wird Mark durch zwei Messerstiche verletzt. So schwer, dass seine Lunge perforiert wird und er viel Blut verliert. Dennoch gelingt es Mark, sich aus der Wohnung zu retten und um Hilfe zu bitten. Er schreit, Hilfe, mein Vater bringt meine Mutter um. Und leider hat der damals 14 Jahre alte Junge damit recht. Für Marks Mutter kommt leider jede Hilfe zu spät. Sie stirbt im Alter von 50 Jahren, brutal erstochen von ihrem eigenen Ehemann. Mark selbst überlebt den Angriff seines Vaters nur knapp durch eine Notoperation. Der 14-Jährige verbringt viel Zeit in einer Klinik. Danach kommen er und seine beiden jüngeren Geschwister in ein Heim. Marks Vater wurde am Tatort von der Polizei festgenommen und dabei ebenfalls schwer verletzt. Er wurde bei der Festnahme von der Polizei angeschossen. Nachdem er behandelt wurde, wird er wegen Totschlags in Untersuchungshaft genommen. Am 4. August 2014 startet dann ein Prozess wegen Mordes an seiner Ehefrau und versuchten Mordes an seinem Sohn Mark sowie Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Im Laufe der Ermittlung wird die Polizei auf einen Fall aus den 80er Jahren aufmerksam, der vom Radar der Behörden verschwunden war. Denn Marks Vater wurde als 20-Jähriger schon einmal straffällig. Damals griff er seine 17 Jahre alte Ex-Freundin mit einem Messer an, als sie sich von ihm trennte. Das Mädchen wurde damals durch 10 Messerstiche verletzt und überlebte nur knapp. Allerdings war der Eintrag zwischenzeitlich verjährt. Die Akten wurden vernichtet. Somit gilt Marks Vater bei der Anklage 2014 nicht als vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Allerdings bewertet die Strafkammer den Vater als persönlichkeitsgestörten Affekttäter. Darüber hinaus habe er bei der Tat etwa 2,3 Promille Alkohol im Blut gehabt. Da die Tat im Affekt verübt wurde und der Täter alkoholisiert war, scheitert die Mordanklage. Stattdessen wird Marks Vater wegen Totschlags verurteilt. Dementsprechend kommt es nicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, sondern zu einer Strafe von 12 Jahren. Der damals 14-jährige Mark erhält als Überlebender des Angriffs ein Anrecht auf 35.000 Euro Schmerzensgeld. Aber Marks Vater wird seine Freiheitsstrafe nie komplett verbüßen. Ein Jahr nach dem Urteil stirbt er 2015 im Gefängnis. In einigen Quellen ist von einem die Rede. In anderen heißt es, er sei eines natürlichen Todes gestorben. Was davon stimmt, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass Mark und seine Geschwister als Waisen zurückblieben. Und das Leben legt ihnen, vor allem Mark, noch weitere Steine in den Weg.
Mark ist als Überlebender des Angriffs durch seinen Vater schwer traumatisiert. Ihm wird eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. So eine Störung manifestiert sich als eine Art verzögerte psychische Reaktion auf ein äußerst belastendes Ereignis. Typisch für eine PTBS sind etwa Flashbacks, Angstzustände oder Schlafstörungen und Albträume. Dazu kommen sogenannte Vermeidungssymptome wie Energielosigkeit und Gleichgültigkeit. Es ist kaum vorstellbar, was in dem erst 14 Jahre alten Mark in dieser Zeit vor sich gegangen sein muss. Obwohl Mark ein eher stiller Junge ist, heißt es, im Kinderheim sei er nach dem Tod seines Vaters oft auffällig gewesen und sei ausgetickt. Einmal habe er während eines Streits aus Angst zu einem Messer gegriffen, um sich selbst zu schützen. Der Jugendliche kapselt sich immer mehr ab. Gleichzeitig wird seine kleine Schwester in eine andere Gruppe gesteckt und so verliert er auch zu ihr den regelmäßigen Kontakt. Es heißt, Mark sei noch nicht therapierbar und wolle nicht über sein erlebtes Trauma sprechen. Immer wieder haut er aus dem Kinderheim ab und übernachtet draußen. Er kann geschlossene Räume nur schwer aushalten. Vermutlich eine Konsequenz seines Traumas. Geschlossene Türen oder Fenster machen ihn nervös. Und unter dem freien Himmel fühlt er sich sicherer. Meist ist er im Mönchengladbacher Stadtteil Windberg unterwegs und schläft auf Dächern oder in Bäumen. Anwohner sehen oft, wie er mit seiner ins Gesicht gezogenen Kapuze durch das Viertel zieht. Er sucht keinen Kontakt zu anderen und bleibt für sich. Im April 2015 wird Mark für 2 Nächte in die Psychiatrie eingewiesen. Für den Jungen, der Panik vor geschlossenen Räumen und Kontrollverlust hat, muss das eine schwierige Erfahrung gewesen sein. Während die Jugendhilfe Mark am liebsten permanent in der Psychiatrie unterbringen würde, widerspricht diese. Man könne Mark nicht stationär aufnehmen, da keine akute Selbst- und Fremdgefährdung vorliege. Außerdem würde seine Aufnahme einen extremen Freiheitsentzug bedeuten. Und das könnte gerade in Marks Fall kontraproduktiv sein. Also wird Mark in die Psychiatrie nicht stationär aufgenommen. Irgendwann wird Mark verboten, das Kinderheim zu betreten. Laut Unterlagen der Stadt Mönchengladbach kann die Unterbringung nicht mehr fortgeführt werden. Was der genaue Grund dafür ist, wissen wir leider nicht. Aber ab diesem Zeitpunkt lebt Mark auf der Straße. Ab und an kümmern sich Betreuer und Streetworker um ihn. Aber auch nur ab und an. In dieser Zeit wendet Mark sich den Drogen zu. Um dafür und für Lebensmittel an Geld zu kommen, begeht Mark ein paar Diebstähle. Er klaut Lebensmittel und auch in einer Modefabrik. Dort stiehlt er für seine kleine Schwester Klamotten. Die beiden sehen einander nur sehr selten, aber einmal bringt er ihr als Geschenk eine gestohlene Tasche mit. 2016 ist er wegen seiner Diebstähle kurzzeitig in Jugendhaft. Er wird unter der Auflage entlassen, dass er Kontakt zu einer pädagogischen Ambulanz aufsuchen und halten soll. Doch das macht Mark nicht. Inzwischen ist er 17 Jahre alt und lebt nach wie vor auf der Straße. Im Dezember 2016 und Januar 2017 gibt es insgesamt 17 Termine für ihn in einer Psychiatrie. Doch Mark erscheint zu keinem einzigen. Ab und an haben ein paar Streetworker noch Kontakt zu Mark. Doch auch diese Beziehungen enden irgendwann. Der Jugendliche blockt jede Hilfe ab. Der Gedanke, in einem geschlossenen Raum wie dem Kinderheim zu sein, triggert ihn. Also lebt er weiterhin auf der Straße und schläft meist auf Bäumen. Im Januar 2017 wird Mark zuletzt von einem Betreuer gesehen. Dieser Betreuer entdeckt ein Versteck von Mark auf dem Flachdach des örtlichen Gesundheitsamts. Mark übernachtet immer mal wieder dort. Die Mitarbeiter bringen ihm Decken oder eine warme Jacke, wenn sie den Jugendlichen dort sehen, um ihn vor der Kälte zu schützen. Hin und wieder auch etwas zu essen. Aber auch gegenüber den Mitarbeitern des Gesundheitsamts ist Mark schweigsam. Als der Betreuer Marks Versteck auf dem Dach entdeckt, holt er die Polizei hinzu. Wahrscheinlich erhofft er sich, Mark endlich konfrontieren zu können und ihn dazu bewegen, Hilfe anzunehmen. Das Kinderheim, in dem Mark gelebt hat, liegt nur wenige Meter vom Gesundheitsamt entfernt. Aber als die Polizei und sein Betreuer eintreffen, gelingt es, Mark abzuhauen. Er scheint auf gar keinen Fall in eine Jugendhilfeeinrichtung zurückzuwollen. Am 29. April 2017 meldet sich ein Mann bei der Polizei in Mönchengladbach. Auf einem Spaziergang ist ihm eine große Puppe aufgefallen, die in einem Baum hängt. Die alte Eibe steht ganz in der Nähe des Gesundheitsamts und des Kinderheims. Als die Polizei anrückt, entdeckt sie aber, dass es keine Puppe ist, die im Baum liegt, es ist ein mumifizierter Leichnam.
Der Tote liegt in etwa 4 Meter Höhe in den Baumkronen. Bei der Obduktion wird die Identität des Toten geklärt. Wie ihr euch schon denken könnt, handelt es sich um den erst 17 Jahre alten Mark S. Eine Todesursache lässt sich nicht mehr feststellen, da der Verwesungsprozess bereits zu weit fortgeschritten ist. Es wird vermutet, dass Mark bereits im Januar 2017 verstorben ist. Entweder durch Erfrieren oder aber durch eine Überdosis. Einzig ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Über 3 Monate hinweg muss Mark in der Baumkrone der alten Eibe gesessen haben. Täglich sind Spaziergänger, Anwohner, vielleicht sogar alte Bekannte unter den Zweigen des Baumes entlanggegangen. Aber niemand scheint aufmerksam genug nach oben geschaut zu haben, um Mark in dem Baum sehen zu können. Nach seiner Obduktion wird Mark in einem Gemeinschaftsgrab mit seiner Mutter beigesetzt. Schicksale wie das von Mark mögen selten sein, aber das macht sie nicht weniger real. Nachdem sein Vater seine eigene Mutter und beinahe auch ihn selbst tötete, war Mark auf sich alleine gestellt. In einem viel zu jungen Alter, mit einer viel zu schweren Last auf seinen Schultern. Ich wünsche Marks verbliebenen Angehörigen und den Personen, die ihn kannten, viel Kraft und alles Gute. Vielleicht kann dieses Video eine Erinnerung für uns alle daran sein, die Augen in unserem Umfeld offen zu halten und darauf zu achten, was unsere Mitmenschen brauchen. Manchmal ist mit einem offenen Ohr und Vertrauen viel zu bewegen. Passt gut auf euch selbst und aufeinander auf. Und damit sind wir am Ende des heute etwas anderen Videos. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Videos dieser Art findet. Am Ende geht es natürlich um einen Kriminalfall, aber der junge Mark S. steht hier im Mittelpunkt. Die tragische Geschichte von ihm. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich freuen würde, wenn ihr einen Like, Kommentar und oder Abo hinterlassen würdet und die Glocke aktiviert. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon mal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.